Ich habe deine Doktorarbeit oder das Thema nie oberflächlich genannt. Vielleicht hast du das Wort nicht benutzt, aber das war es, was du gemeint hast. Und plötzlich war es oberflächlich. Ja, oder schlimmer, so eine Art Lüge. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber der Wunsch, sie fertigzustellen, wurde schwächer. Ja, ja, verstehe. Nee, du verstehst nicht. Du verstehst viele Dinge, aber das nicht. Ja, ich liebe dich. Dann hilf mir. Das versuche ich gerade. Sich ausliefern, das ist das Einzige, was wirklich hilft. Alles andere ist bloß Gerede. Du musst den Mut haben, in der Situation zu bleiben, die dir Angst macht. Wir nennen das kognitive Konfrontationstherapie. Dann begreifst du, dass die Angst nicht gefährlich ist. Wir müssen dich immer wieder der Situation aussetzen, bis wir es in deinem Kopf kriegen, dass sie dir nicht wehtun kann. Dass alles nur in deinem Kopf ist, was ja auch der Wahrheit entspricht. Schon gut. Schon gut. Da war ein Geräusch. Ich habe gerade ein Kapitel meiner Doktorarbeit zu Ende gelesen, da habe ich Nick schreien gehört. Ich bin sofort raus. Der Schrei war überall. Ich bin zum Schuppen und reiß die Tür auf. Und da sitzt Nick und versucht, mit einem Bohrer Löcher in einen Ast zu bohren. Er schaut mich an. Er ist stumm. Der Kinderschrei hängt noch immer in der Luft, aber es ist nicht Nick, der schreit. Eigentlich ist es für mich selbstverständlich, dass Sexualität in der Psychotherapie zur Kategorie der Ausbeutung von Abhängigen gehört und milde ausgedrückt als grober Kunstfehler angesehen werden muss. Ich wollte dir noch sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich liebe dich.